Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Meine Damen und Herren, wir sind am heutigen Tag in der Car World, eine der bestbewertetsten Maps in BeamNG. Wir fahren hier direkt mal rüber zum Forest. Es gibt wohl hier ganz, ganz, ganz viele, oh ja, das sieht geil aus, verschiedene Challenges. Car Darts. Ja, finde ich gut. Ich glaube, jeder weiß, wie Dart funktioniert. Ja, ich fahre jetzt einfach, oder? Ich gebe Gas. Und dann ist da unten jetzt gleich die Dartscheibe. Ja, sehr gut. Oh, das ist gut. Jawohl, finished. Was haben wir denn erreicht? Jawohl. Geiles Ding. Silbermedaille. Ja, nächstes Szenario bitte. Okay, ich kann so langsam verstehen, warum die Map so gut bewertet ist. Car Curling. Ja, ich habe es noch nicht ganz so verstanden. Ich fahre jetzt. Muss ich jetzt bremsen oder baller ich einfach drauf? Ah, nee, jetzt slide ich so. Oh ja. Zack. Oh, ich bin viel zu schnell. Ja, das geht in die Hose. Ich kann auch tatsächlich nicht mehr bremsen. Das ist tatsächlich wie Curling. Weil bei Curling schiebt man so und dann lässt man los. Das gibt, glaube ich, nicht mal ein Dankeschön. Ja. Ach, ich durfte den anderen nicht berühren? Ja, retry. Okay, das muss ich jetzt natürlich nochmal selber ein bisschen... Oh. Ja, gut. Zack. Aber ich bin jetzt zumindest ein bisschen besser positioniert. Aber ich schieb der andere brennt einfach. What? Ich habe einfach Diamant. Ja, nächstes Szenario bitte. Was habt ihr für mich jetzt hier im Angebot? Billard. Ach, no way. Okay, ich soll jetzt hier einfach reinballern. Ja, und... ich mach mal noch Restart, weil ich muss die einfach ins Ziel fahren. Ich dachte, ich habe nur so einen Try. Ja, wartet. Das ist ja kein Problem. So, guck mal, ich fahre die jetzt. Ja, ich fahre hier so ein bisschen rein. Ja, geh mal schon rein jetzt. Dankeschön. Den baller ich da jetzt auch rein. Zack. Ja, das ist... Oh, ja, ein bisschen falsche Richtung. Und Schuss. Ja, der geht rein. Ich sag's euch. So, dann gönne ich mir nochmal so einen anderen hier vorne. Ich habe ja noch 46 Sekunden. Bam, Alter. Rocket League auf Wish bestellt. Oh, nee, mein Lenkrad ist nicht so richtig befestigt. Nein! Ach, guck mal, wir können direkt Next Szenario machen. Oh, das sieht geil aus. Okay, wir müssen einfach nur durch die Dinger hier fahren. Das klingt eigentlich einfach, oder? Hopp. Sehr gut. Oh ja. Ja, wir fahren links. Warum habe ich jetzt hier schon Teile verloren? Oh, ich meine, wir fahren immer noch. Das ist gut. Ja, oh. Junge, wenn das mein Auto wäre, ich würde bei jedem Aufprall weinen. Ja, oh, das war knapp. Jetzt hier weiter. Das muss eigentlich super. Oh ja. Und rein. Finished. Let's go. Und? Oh ja. Hier, keine Ahnung, was das ist, weil das war ja sogar noch nach Gold. Platin wahrscheinlich. Platin und das ist Diamant. Next Szenario. Okay. Gain as much speed as you can. Weitsprung. Oh ja. Aber wir müssen den Obstacles ausweichen. Okay, da bin ich gespannt. Wo geht's? Ist das die Sprungschanze? Ist das die Sprung... Ja, ist sie. Ist sie, oder? Ja. Let's go! Oh ja, das geht weit. Das geht ganz, ganz weit. Let's go, Target. 450, 450. Jawohl, Junge. Oh, Diamant wäre möglich gewesen. Aber das haben wir gerockt. Sehr nice. Sehr, sehr geil. Ach, jetzt können wir zurück in die Hub World. Weil jetzt haben wir wohl alle Level hier geschafft. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. So, und dann fahren wir jetzt hier rüber zu Tech. Oh, Diffe 6 von 10. Ja, wir probieren es einfach mal. Vielleicht sollten wir dann in Zukunft doch noch was anderes nehmen. Weil das erste war gerade, glaube ich, 1 von 10. Und das ist jetzt einfach 6. Hopp. Mal 2. Ah, so ein Multiplikator. Ja, let's go. Bam. Ich liebe das. Junge. Haben jetzt Silber, oder was? Ja, fast Gold. Gar nicht schlecht. Achso, jetzt durchläuft man hier zumindest die jeweiligen... Ah, nee, das ist ein komplett neues. Nee, doch, das ist auch Curling. Aber bloß mit ganz anderen Sachen. Ja, weil hier sind Multiplier. Da ist irgendwie mal 4. Ja, ich würde gerne in den mal 4.
Ja, okay, alles klar. Verkackt. Ja, ich warte ab. Ich mach das. Nee, ich werd mal nicht so schnell. Vielleicht so ein Mal zwei. Okay. Ja, und eingepackt. Dankeschön. Ich kann null einschätzen, wie viele Punkte ich jetzt habe. Ich habe null. Ach komm. Nächstes Szenario. Einfach null Punkte. Freaking Curling. Oh, das könnte jetzt interessant werden. Der Slalom. Oh, was ist das denn für ein Auto? Alles klar. Kein Problem. Oh, Paletto. Alles, jo. Ja, das darf man nicht zu sehr übertreiben. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber man merkt schon der Schwierigkeitsgrad. 6 von 10. Oh, ja. Oh, ey, dieses Auto. Aber hopp. Ja, sehr gut. Oh, Alter, da bin ich gerade auf 2. Bitte schaff's. Okay, wir waren gar nicht so schlecht. Wir hatten noch 30 Sekunden oder so Zeit. Aber ich weiß auch nicht, wie ich besser aufkommen soll. So, einmal hopp. Ja. Nochmal hopp. Ja, ich meine, ich habe ja Zeit. Guck mal, jetzt fahre ich einmal hier längs. Hopp. Ja, ausgezeichnet. Ich habe, glaube ich, einen Reifen verloren. Nee, doch nicht. Alles noch sehr gut. Hopp. Aus. Super. Ab ins Ziel. Bam, Junge. Silber? Obwohl, ich hätte sogar noch 28 Sekunden Zeit. Ja, komm, nimm mich. Ganz ehrlich. Besser als nix. Ach so, jetzt sind wir hiermit fertig, oder was? Gab's da kein Slalom? Industrial Space. Junge, Space ist bestimmt auch geil. Was ist, wenn ich jetzt hier hinfahre? Ah, oh nee, das war 9 von 10. Nee, ich will nicht wieder Curling machen, Alter. Alter, die Map sieht aber... Wie geil. Ja, ich baller da einmal komplett rein. Was bedeutet denn dieses LKW-Ding? Bin ich dann... Habe ich dann so viel Kraft wie ein LKW? Ah, jetzt verstehe ich's. Das ist mein Team. Ich muss die ganzen komischen Pigeons da rausballern, weil die machen so viel Punkte. Das war, glaube ich, der LKW. Vielleicht haben wir sogar mehr Punkte als die. Ich weiß es nicht. Ich habe halt mal zwei und meine beiden habe ich hier drin. Finished. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich das Spiel auch endlich mal ansatzweise verstanden. Ah, mein Auto wieder schön zu Schrott fahren. Ich bin bereit. Da vorne ist die Sonne, da ist der Uranus. Yo, man fliegt hier einfach so. Ja, okay, kein Problem. Ja, ja, fahre ich halt rückwärts. Oh, guckt euch das an. Jetzt hier fliege ich schön rüber. Ja, und verkackt. So, okay, jetzt weiß ich ja, wie das alles funktioniert. Das ist ja überhaupt kein Problem. Bisschen gerade. Und auch nicht zu schnell. Ja, ich mache jetzt mal hier so um die 100 km/h. Schön gerade. Oh ja. Und jetzt zack. Perfekt. Das merken wir uns so. 100 km/h sind perfekt. Ja. Oh, das geht in die Hose. Stopp, 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 stopp. Komm, schnell, 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 schnell. Nein, was machst du denn immer? Okay, wir haben ein bisschen Zeit verloren, aber die holen wir jetzt auf. Ja, sehr gut. Ja, leichter Schaden, leichter. Wir haben vielleicht vorne ein Rad verloren. Also irgendwas ist da ganz falsch gerade. Junge, so komme ich da doch niemals hoch. Komm, kämpfen, Junge. Komm, komm, du schaffst das. Ich glaube an dich, Auto. Bitte, bitte. Nein. Nur weil dieses eine Rad da rumeiert wie so ein Eierkorb. Das ist aber auch eine Radaufhängung, Junge. Ja, sehr gut. Ja. Oh, ganz sauber gelandet hier. Ich darf bei dem Wagen auch nicht Vollgas geben, sonst geht er mir hier auch so ein bisschen ab. Oh ja. Auch wieder butterzart. Aber sobald man hier in die Kurve geht, da wird's frisch. Ja. Ah, oh, der ist doch wieder so quer. Der ist doch wieder so quer. Da gehen noch... Ist diesmal besser? Sag mal, da vorne ist schon wieder so ein Ei... Ah. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit diesem Auto los? Ich komme hier doch wieder nicht hoch. Ich bitte dich. Hilf mir, Herz der Karten. Ja, ja, doch, das geht, das geht. Bitte. Hä, angeblich fahre ich noch 100 Stundenkilometer. Aber muss ich das eine ganz langsam oder ganz schnell angehen? Ich möchte das ja schon schaffen.
Und hier bin ich jetzt einfach mal langsam. Aua, 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 aua. Jawohl, das hört sich diesmal gut an. Jetzt nochmal hier und überleben. Oh ja. Oh ja, ich komme, Leute. Ich komme jetzt. Doch, doch, hier ist alles frisch. So, jetzt kämpft ihn nach oben. Diesmal musst du es schaffen. Ja, Gang runtergeschaltet. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm jetzt. Grün. Grün. Was? Was? Ich war doch im Ziel. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dieser kleinen verrückten Folge von BeamNG. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.